Hier im Kongress am Park wird morgen getanzt und gefeiert. Denn der Presseball der Augsburger Allgemeinen steht auf dem Programm. Zum 41. Mal findet die rauschende Ballnacht für den guten Zweck heuer statt. Und so kurz vor dem gesellschaftlichen Ereignis des Jahres ist auch Gastgeberin Alexandra Holland ein wenig aufgeregt. Also die Vorfreude ist sehr groß, ganz besonders wenn ich in die Halle komme, wo Tag für Tag die Veranstaltung wächst. Die Anspannung ist durchaus schon da, aber morgen wird sie, glaube ich, noch ein bisschen größer. Bevor der Presseball feierlich eröffnet werden kann, muss noch einiges getan werden. Viele fleißige Hände sind im Einsatz, damit dann morgen alles perfekt ist. Und natürlich gibt es auch wieder einen Stargast auf der Bühne. Ron Keating, auf den freue ich mich besonders in der Tat. Jetzt hatten wir ja mehrere Jahre deutschsprachige Stars. Und dieses Mal so einen internationalen Star zu nehmen, den ich außerdem total sexy finde. Und ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine. Und er hat wunderschöne Hits. Neben dem Spaß ist natürlich auch in diesem Jahr der gute Zweck das Wichtigste am Presseball. Zusätzlich zu der großen Tombola wird es auch noch ein Casino geben. Die Einnahmen davon gehen an die Kartei der Not. Ja, wir haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir wollten diesmal für die Kartei der Not nicht nur die wunderbare Tombola machen, sondern auch dem Glück noch so ein bisschen spielerisch auf die Sprünge helfen. Und deswegen haben wir das erste Mal ein Casino in Kooperation mit der Spielbank Lindau. Und wir haben einen Roulette-Tisch und Blackjack. Und ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, viele Gäste haben Spaß am Spielen und sie tun dabei was für die gute Sache. Also einer gewinnt immer. Deswegen ist das eine Neuerung, auf die ich mich sehr freue. Ich bin sehr gespannt. Da bleibt uns nur noch allen Besuchern des Presseballs eine unvergessliche Ballnacht zu wünschen.